Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin gut drauf heute an diesem Donnerstag. Und heute geht es um das Thema, wie du Schritt für Schritt deine Ziele erreichst. Und ich freue mich über alle, die da sind, alle, die sich angemeldet haben. Und ja, ich werde dir heute einfach mal ein paar Schritte zeigen, die ich so nehme, um meine Ziele zu erreichen. Und ja, und zwar wende ich diese Schritte jetzt, also es geht hier zwar natürlich um Gesundheit und Ernährung, aber tatsächlich wende ich diese Schritte wirklich in allen Lebensbereichen an und habe damit schon, ja, so viel erreicht und so viele meiner Ziele tatsächlich erreicht. Und ja, wir fangen gleich an, wir starten gleich los. Und ja, ich glaube, also wenn ich so mit vielen Menschen rede, dann ist so ein Grund, warum viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen, dass sie gar nicht so den Fokus drauf haben. Also, dass sie gar nicht überhaupt genau wissen, was sind eigentlich meine Ziele. Ja, also ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten und ja, sie wusste das gar nicht so genau. Ja, also sie hatte zum Beispiel mein Vision Board gesehen bei mir zu Hause und meinte dann, wow, was ist denn das? Und dann sage ich, naja, man muss sich seiner Ziele ja erstmal klar werden, bevor also man sie sich darauf fokussieren kann. Und ja, das ist so wirklich der erste Schritt, weil viel zu oft lassen wir uns halt im Alltag einfach ja von anderen beeinflussen. Wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben unsere To-Do-Listen, wir haben unsere Familie, unsere Kinder, unsere Eltern, ja, unsere Freunde. Also alle ziehen so an einem und ja, man wird immer in so verschiedene Richtungen gezogen. Man hat seine Arbeit und ja, seine Dinge, die man eben zu tun hat. Und das ist ja auch ganz normal, aber trotzdem denke ich, ist so eins der wichtigsten Dinge, um wirklich seine großen Ziele zu erreichen. Ja, also wirklich so seine Ziele zu erreichen, seine Fitnessziele, seine Gesundheitsziele, ja, in welcher Energie man sein will tagtäglich. Also das sind wirklich so ja, also erstmal sich darauf zu fokussieren und sich im ersten Schritt überhaupt mal klar werden. Was will ich eigentlich? Ja, wie will ich mich fühlen? Wie will ich sein? Wie soll mein Leben sein? Ja, wie soll meine Arbeit sein? Wie sollen meine Beziehungen sein mit anderen Menschen? Und ja, vor allem, wie will ich mich fühlen? Wie will ich mich in meinem Körper fühlen? Was sind so die vielleicht die kleineren Ziele? Was sind die großen Ziele? Und ich mache ta es tatsächlich immer so, dass ich wirklich bei meinem ganz großen Ziel anfange. Also wirklich so denke so, okay, wenn so alles möglich ist, wenn es keine Limits gibt, wenn es wirklich, wenn wirklich alles möglich wäre, was wäre so richtig, richtig geil? Ja, also was wäre so, wo ich einfach nur denke, boah, das wäre so cool. Ja, also das wäre, da würde es mir so gut gehen. Ja, also zum Beispiel kann es sein, hey, ich wach morgen, jeden Morgen auf, voll motiviert, habe voll viel Energie. Ich habe irgendwie einen super durchtrainierten, fitten Körper. Ja, und ja, bin einfach mental fit, bin körperlich fit. Und auch dann, was machst du so tagtäglich, ne? Was sind so vielleicht auch deine Ziele, auch vielleicht auch was zum Beispiel Sport angeht, ja? Also zum Beispiel kann ja ein Ziel nicht nur sein, oh, ich möchte dreimal die Woche Sport machen, sondern weil das ist so, also das kann ja auch sein, dass es immer was ist, wo du immer so dich überwinden musst, ja? Vielleicht kann ja auch ein Ziel sein, hey, ich möchte wirklich mal in so eine Energie kommen, dass ich richtig Bock auf Sport habe, ja, dass ich so richtig dafür brenne, dass ich richtig losgehe, dass ich richtig Bock habe, mich zu bewegen und Sport zu machen und dass mir das richtig Spaß macht, ja, dass das nicht so ein Pflichttermin ist, den ich halt tun muss, um irgendwie fit zu bleiben, sondern dass das was ist, was mir richtig, richtig viel Spaß und Freude bringt, wo ich richtig ja, Lust drauf habe, was mich
was mir Energie gibt, was mich auflädt, ja, und nicht, wo ich sozusagen mich immer überwinden muss. Oh, jetzt sollte ich aber noch ins Fitnessstudio gehen, jetzt muss ich aber heute noch Sport machen. Und ja, also das ist auch, also erstmal das Ziel, ja, was ist das Ziel, aber dann auch, mit welcher Energie, mit welchen Gefühlen möchtest du dieses Ziel erreichen, ja, also wie eben in diesem Beispiel, ja, wie möchtest du dich dabei fühlen, in dem Prozess dieses Ziel zu erreichen, ja, es muss ja nicht alles immer so harte Arbeit sein, sondern es darf auch wirklich Spaß machen, deine Ziele zu erreichen, besonders deine großen Ziele, wirklich deine Herzensziele, deine großen Wünsche. Und ja, was man sehr, sehr gut machen kann, ist einfach mal sich so ein Lebensrad, also die verschiedenen Lebensbereiche mal anzuschauen. Und also zum Beispiel Beziehung, zum Beispiel Wohlleben, Gesundheit und Fitness. Also alle Lebensbereiche einfach mal durchgehen und so überlegen, okay, was wäre jetzt so ein richtig, richtig, richtig großes Ziel, also wenn alles möglich wäre. Und bei mir ist es so, ich fange dort an. Also ich fange dort an. Was ist so das große, große Ziel? Was wäre richtig, richtig geil? Ja. Und dann gehe ich quasi davon ausgehend, breche ich das runter auf sozusagen Zwischenziele. Auch so, okay, was ist denn jetzt so ein Ziel? Was wäre so der nächste Step? Und was wäre dann der nächste Step? Ja. Also das heißt, ich fange erstmal damit an, zu schauen, okay, was wäre jetzt richtig, richtig geil? Ja, und dann breche ich das runter auf sozusagen kleine Häppchen. Und ja, und dann kannst du dir natürlich auch das einfach mal anschauen, so deine ganzen Lebensbereiche, und da einfach mal zu überlegen, auch wenn du zum Beispiel mehrere Ziele hast. Also es kann ja jetzt zum Beispiel im Bereich Fitness und Gesundheit sein, okay, ich möchte total, ja, ich möchte irgendwie 10 Kilo abnehmen, ja, das wäre so ein Ziel. Das zweite Ziel wäre vielleicht, ich möchte, ja, wirklich so eine Sportroutine irgendwie haben, die Spaß macht, wo ich irgendwie Bock drauf habe, wo ich mich freue, was mir Energie gibt, ja, und das dritte könnte sein, ich möchte gern so total mental auch in der Energie sein und ja, mich einfach gut fühlen in meinem Körper vielleicht, so mehr noch, mich wohlfühlen mit mir selber, selbstbewusst, eine selbstbewusste Ausstrahlung haben, ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Ziele, die du haben kannst, und ich mache es immer so, dass ich wirklich dann mir erstmal alles aufschreibe, was quasi mir so in den Sinn kommt. Und dann aber quasi priorisiere. Also so, weil man, also es ist halt schwierig, wenn du 10 Ziele hast, alle auf einmal umsetzen zu wollen. Ja, also da ist es einfach schwierig, weil du wirst dann quasi versuchen, zu vieles gleichzeitig zu machen. Und vielleicht kennst du das gerade auch. Im Januar ist ja jetzt wieder bald, zum Neujahr nimmt man sich immer viel vor und dann setzt man halt nur wenig um. Und ich möchte wirklich, dass du das, was du dir jetzt vornimmst, auch wirklich umsetzt, ja? Und deshalb ist es wirklich gut, sich erstmal auf ein, zwei Ziele zu konzentrieren und da voranzugehen und da ins Umsetzen zu gehen. Und dann, wenn du sagst, okay, damit fühle ich mich jetzt gut, es läuft, dann, dass du dann das nächste Ziel quasi in Angriff nimmst, ja. Also nicht zu viel, das ist so der zweite Tipp, nicht zu viel auf einmal dir vornehmen, sondern wirklich so auch mal in dich reinfühlen, also dir erstmal alles aufschreiben, wirklich groß denken, keine Grenzen da haben und dann wirklich mal überlegen, okay, ich fühle jetzt mal in mich rein, was ist denn mir wirklich gerade wichtig und was ist vielleicht auch wirklich meins gerade, also wo habe ich richtig Lust drauf, ja, also was darf mir richtig Spaß machen im Moment oder was ist vielleicht was so, ja, vielleicht von außen kommt, ja, vielleicht von anderen Menschen kommt, was vielleicht gar nicht, also gar nicht richtig dein Ziel richtig ist, sondern etwas, das dir vielleicht jemand anderes vorgelebt hat, also es können deine Eltern sein und deinem Partner, ja, und manchmal ist es auch, ja, total unbewusst. Aber da ist es halt auch nochmal wichtig,
reinzufühlen, was ist denn wirklich deins, wo du spürst, oh, das ist so richtig, richtig, das wäre so richtig geil, da hätte ich richtig, richtig viel Freude dran, wenn das sich, wenn ich dieses Ziel erreiche. Oder was ist so ein Ziel, wo du denkst, ach, das muss ich irgendwie machen, weil jemand anderes das will oder ich das Gefühl habe, weil irgendwas anderes dahinter steckt, ja? Also wirklich mal reinzufühlen, wo ist wirklich deine Freude da, ja? Also wo hast du richtig ein cooles Gefühl, wenn du an dieses Ziel denkst, ja? Also wo geht dein Herz auf, wenn du denkst, oh, das Ziel, das hat sich jetzt erfüllt, boah, geil, ja? Also so, solche Ziele wollen wir haben. Und ja, was ich dann immer auch noch mache, ist ein, habe ich ja gerade schon gesagt, ein Vision Board. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Das ist einfach, also Vision Boards kannst du auf die unterschiedlichsten Arten machen. Ich nehme mir einfach meistens eine Pinnwand, eine Korkwand und mache mir da einfach eine Bildercollage. Also quasi, ich mache mir zu jedem Ziel oder zu jedem Unterziel ein Bild, ein Image, wo ich wirklich so sage, ja, cool. Und vielleicht magst du ja mal eins sehen. Das ist mein Bild zum, ja, zum Thema Gesundheit und Energie. Ich bin gesund, fit und voller Energie, immer. Und genau, und habe einen super, super durchtrainierten Körper. An dem arbeite ich gerade noch. Und genau, und es gehört eben auch für mich dazu, genau so diese Energie zu haben, Ausstrahlung zu haben, wirklich da auch mental quasi in meiner Energie zu sein. Und da ich ja gerne tanze, vielleicht weiß es der eine oder andere schon, ist ein anderes Ziel noch von mir, was meinen Körper angeht, so total dehnbar zu sein und wieder einen Spagat zu können. Also ich konnte das schon mal, als ich jünger war. Und aber mit dem Alter ist es jetzt leider meine Flexibilität etwas runtergegangen. Aber genau, das ist auch so ein Ziel. Und da habe ich ja, mir so eine tolle Fotokollage gemacht. Vielleicht findest du die jetzt auch so lustig. Meine Freundin hat sich totgelacht. Also ich habe quasi einfach meinen Kopf hier, vielleicht siehst du das. Meinen Kopf hier auf so eine tolle Tänzerin, die einen riesen Spagat macht, geklebt. Ja, und das ist so meine Vision, ja. Also da habe ich einfach mich einmal ausgetobt. Und genau, du kannst es aber auch zum Beispiel dir Sachen ausdrucken oder aus Zeitungen ausschneiden. Also das ist wirklich ganz egal. Also mach das so, wie sich das für dich am stimmigsten anfühlt. Du kannst dir auch online ein Vision Board anlegen. Zum Beispiel Pinterest eignen sich da total gut. Also Pinterest gibt es ja total viele coole Bilder und da kannst du zum Beispiel, ja, du kannst da auch ein Profil, ein geheimes Profil erstellen, das wirklich nur du sehen kannst. Und dann kannst du zum Beispiel zu jedem Lebensbereich, der dir gerade wichtig ist, wo du denkst, okay, da möchte ich gerade was verändern, kannst du dir zum Beispiel ein Board machen und dann wirklich dir da tolle Pins raussuchen auf Pinterest oder auch überhaupt im Internet und dann einfach sozusagen so ein Vision Board einfach mal online zu machen. Ich finde das sehr schön, wenn ich das auch offline habe, wenn ich sozusagen so mein Vision Board neben mir stehen habe und halt, also ich habe das hier zum Beispiel neben meinem Schreibtisch stehen und das heißt, ich sehe das einfach jeden Tag und jeden Tag verbinde ich mich damit, jeden Tag sehe ich meine Ziele, jeden Tag, ja, verbinde ich mich da einfach auch energetisch damit und mental damit, ja, und richte mich einfach danach aus und habe den Fokus drauf und ja, und gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, genau, sich dann diese Zwischenziele zu setzen und einfach Schritt für Schritt umzusetzen, ja. Und
Ja, und ein Ziel könnte natürlich von dir auch sein, ich möchte 100% vegan leben oder ich möchte 90% vegan leben. Ich möchte einfach mehr vegane Gerichte in meinen Alltag integrieren. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das dein Ziel wird. Und gleichzeitig wirst du dadurch wahrscheinlich sowieso automatisch fitter und gesünder werden. Und ja, der nächste, also ich fasse nochmal zusammen bis dahin. Also erster Schritt, erstmal überhaupt dir über deine Ziele klar werden und da einfach mal Brainstorming machen. Ja, also dir einfach mal so die ganzen Lebensbereiche vielleicht einfach mal aufschreiben, für jeden Lebensbereich ein großes Blatt Papier nehmen und einfach mal aufschreiben, okay. Wo sehe ich mich da in 5 Jahren? Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Was wäre so ein richtig, richtig geiles Ziel? Ja, also genau. Und dann wirklich auch zu schauen, okay, welcher Lebensbereich ist gerade so, wo bin ich eigentlich ganz zufrieden? Und wo ist wirklich was, wo ich gerade verändern will? Ja, also was sind wirklich so die Prioritäten im Moment? Ja, und auch in dem Lebensbereich, was sind so die Top-Ziele quasi, ja, weil, wie gesagt, wenn du zu viel dir vornimmst, dann kann es halt sein, dass du dann zwischendurch frustriert aufgibst, weil es einfach zu viel auf einmal war. Und ich möchte ja, dass du ins Umsetzen kommst und dass du auch wirklich deine Ziele erreichst dadurch und nicht nur dir die einmal aufschreibst. Genau. Also such dir deine Top-Ziele raus. Und brich sie runter auf Zwischenziele. Mach dir ein Vision Board dazu und hab dir das am besten eben wirklich jeden Tag vor Augen, sodass du dich jeden Tag darauf fokussieren kannst, damit verbinden kannst und auch immer wieder, ja, immer wieder nachsteuerst. Ja, immer wieder. Also bei mir ist das halt so, es ist so ein, dadurch, dass ich das wirklich immer vor Augen habe, kommt auch immer automatisch dieses, okay, was kann ich heute wieder tun? Ja, also so dieses, was kann ich heute wieder tun? Und es kann nur eine ganz, ganz Kleinigkeit sein, ja. Aber was kann ich heute wieder tun, um diesem Ziel ein Stückchen, ein Ministückchen näher zu kommen, ja? Also zum Beispiel, wenn dein Ziel ist, dich pflanzlicher zu ernähren, könnte einfach dein Ziel, dein kleiner Schritt heute sein, okay, ich mache mir heute ein veganes Abendessen, ja? Oder ich kaufe heute mal statt der Kuhmilch quasi einfach meine Mandelmilch ein oder eine Sojamilch. Und oder ich beschäftige mich im Supermarkt heute mal damit und lese mir mal alle Labels durch und informiere mich mal. Also auch zum Beispiel dich zu informieren oder einen Kurs zu buchen dazu oder ein Buch zu lesen zu dem Thema. Ja, auch das ist deinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Also alles, wo du dich damit beschäftigst, alles, wo du da ja einfach mehr Wissen dazu bekommst, mehr umsetzt dazu, alles das zählt mit dazu. Also dadurch, dass ich das einfach immer vor Augen habe, ist das halt automatisch in meinem Kopf immer diese, okay, was kann ich heute wieder tun? Ein kleines Schrittchen möchte ich heute machen. Und ja, es gilt halt dieses Prinzip der kleinen Schritte. Ja, vielleicht kennst du dieses Prinzip auch, aber das ist einfach ja, ja, auch ein Gesetz und das ist genauso wie beim Zinseszins. Ja, also dass sich das einfach, wenn du ganz, ganz viele kleine Schritte machst, ist es viel, viel wertvoller, als wenn du einmal quasi einen großen Schritt machst. Ja, also das ist so ein bisschen das Gleiche, als wenn du immer ganz, ganz viele Zinseszinsen bekommst, ja, regelmäßig, auch wenn es nur kleine Dinge sind, dann multiplizieren sich die einfach mit der Zeit. Und das ist einfach, hast du am Schluss ein größtes Gesamtergebnis, als wenn du einmal eine größere Summe zum Beispiel investierst. Ja, also, und das ist so das Gleiche beim Ziele erreichen, meiner Meinung nach. Also, dass du wirklich so diese kleinen Schritte, diese kleinen Gewohnheiten, die du so im Alltag änderst, dass die einfach den Unterschied machen. Und
Ja, ich habe noch, genau, noch mal einen Tipp für dich, wenn du so Ziele hast, zum Beispiel wie, ich möchte fitter werden, ich möchte wirklich so mir eine Sportroutine aneignen, ich möchte mehr Energie haben, ich möchte mehr vegane Rezepte kennenlernen, ja, dass du wirklich sagst, ich suche mir da Buddies, ja, ich suche mir Menschen. Und vielleicht kennst du auch den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und ja, dieser Spruch ist ganz, ganz wichtig, weil es ist einfach so, ja, wenn du dich mit fünf Menschen umgibst, die den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen, sich nicht bewegen, keinen Bock auf Sport haben, dann wird es dir viel, viel schwerer fallen, deine Sportroutine zu machen, regelmäßig und da reinzukommen. Wenn du dich aber mit fünf Menschen umgibst, die super motiviert sind, die voll viel Spaß am Sport haben, die das auch voll durchziehen, dann wirst du automatisch da auch motivierter, ja? Also, oder genauso mit dem pflanzlicher, veganer Leben. Also such dir da auch Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, ja? Also das kannst du auch online machen, zum Beispiel hier in der Gruppe oder auf dieser Fanpage. Aber du kannst es auch ja im realen Leben machen. Und wenn du in deinem Umfeld, zum Beispiel in deinem jetzigen Umfeld, da niemanden hast oder dir das schwerfällt, dann ja, guck doch mal nach Meetups oder nach irgendwelchen anderen Gruppen oder frag mal also es gibt ja so viele Facebook-Gruppen schon alleine zum Beispiel zu dem Thema. Dann frag doch einfach mal, hey, gibt es hier irgendwelche Leute aus München, wenn du in München wohnst, ja, zum Beispiel, oder eben in deiner Stadt, und habt ihr Lust, euch mal auszutauschen? Und das kann ja erstmal virtuell sein, jetzt gerade vielleicht wegen dem Covid, aber dann kann man sich ja auch echt mal auf einen Kaffee treffen oder sich so einfach mal austauschen. Und ja, also schau da einfach mal, wo sind denn die Leute, wo sind die Menschen, die ähnliche Ziele haben wie du. Und dann, ja, tu dich mit denen zusammen, weil gemeinsam ist es einfach leichter. Und genau, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. So geht der Spruch, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Und ja, und da auch schau dir mal die fünf Menschen an, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Haben die ähnliche Ziele? Haben die vielleicht die Ziele schon erreicht? Ja, auch das ist super. Also wenn du dir Menschen suchst, die deine Ziele schon erreicht haben oder zumindest schon einen Schritt weiter sind als du. Ja, also die müssen auch vielleicht dein Riesenziel noch nicht erreicht haben, aber die sind vielleicht schon mal einen Schritt weiter als du. Die machen vielleicht schon mal einmal die Woche regelmäßig Sport, ja? Wenn dein Ziel zum Beispiel ist, dreimal regelmäßig Sport zu machen und du im Moment gar keinen Sport machst, dann ja, sind einfach Menschen, die zumindest schon mal eine Routine haben, auch schon mal super. Ja, also auch Menschen, die dir einfach schon mal einen kleinen Schritt voraus sind und tausch dich mit ihnen aus oder mach auch Dinge mit ihnen zusammen. Ja, also gerade was Kochen angeht, was Rezepte austauschen geht, was Sport zusammen machen angeht. Also es gibt ja so viele Austauschmöglichkeiten und so viele Möglichkeiten, sich zusammenzutun. Also virtuell, wie gesagt, in Gruppen oder auch natürlich vor Ort in live und Farbe. Und ja, ich möchte dir heute auch noch, also wenn dein Ziel ist, also wenn dein Lebensbereich Gesundheit, Energie, veganer Leben auf deiner Liste steht, der Ziele, die du erreichen möchtest, dann habe ich was ganz Besonderes, für dich, weil wir starten ab dem 4. Januar, also pünktlich zum neuen Jahr und pünktlich für die Neujahrsvorsätze, mit einer weiteren Vegan-Challenge. Ich hatte ja, also das ist jetzt schon meine dritte oder vierte Vegan-Challenge, genau. Ich hatte ja die letzte, glaube ich, im März letzten Jahr gemacht. Da haben auch über 200 Leute mitgemacht und das war wirklich, wirklich super. Und ich habe mir dieses Mal, also dieses Jahr, aber ein bisschen ein anderes Format überlegt.
Und zwar wirst du einfach wirklich täglichen Input bekommen per E-Mail. Also du wirst immer Input bekommen. Und letztes Mal war es so ein bisschen schwierig mit dem Austausch, weil wir haben das über WhatsApp gemacht. Und deshalb wird es diese, und ich hatte immer gebeten, in der großen Facebook-Gruppe, also in meiner fleischlos, glücklich und gesund und voller Energie-Gruppe zu posten, sich auszutauschen. Und es ging halt leider ein bisschen unter, weil die Gruppe mittlerweile ja schon recht groß sind. Da sind ja jetzt schon fast 3000 Leute drin. Und natürlich haben nicht alle 3000 Leute da mitgemacht. Deshalb habe ich mich für die nächste Vegan-Challenge entschlossen, da eine eigene kleine Facebook-Gruppe zu machen, wo du einfach alle deine Fragen auch reinposten kannst, wo ich drin bin, wo Aline drin ist, die mit mir hier das Projekt gemeinsam betreibt. Ja, also wo wir einfach auch wirklich während dieser 14 Tage, also die Challenge geht 14 Tage, beziehungsweise also 2 Wochen, zweimal 5 Tage, und am Wochenende hast du einfach Pause und Zeit zum Reflektieren und vielleicht nochmal nachzuarbeiten. Und in dieser kleinen Gruppe werden dann wirklich nur die Leute drin sind, die bei der Vegan Challenge mitmachen, um einfach die Gruppe kleiner zu halten, um da wirklich auch den Austausch zu ermöglichen. Da kannst du deine Rezepte reinposten, da kannst du deine Erfolge reinposten, ja, da darfst du alles reinposten, deine Fragen natürlich auch. Und ich habe mir auch noch überlegt, also es gibt, wie gesagt, täglich einen kleinen Input von mir, wo ich dir einfach so ein paar Basics erkläre, wo ich dir einfach so ein paar Ticks und Tricks und Tipps erkläre. Und ich habe mir noch mal was ganz Besonderes überlegt, weil das hat letztes Mal auch so ein bisschen gefehlt, dass ich einfach noch Q&As mache. Also wenn ich merke, okay, da sind Fragen da, und deshalb poste alle Fragen in die Facebook-Gruppe, dann werde ich einfach live gehen und alle Fragen beantworten. Also nochmal wirklich auf alle Fragen eingehen. Und du kannst dir dann auch während dem Live einfach Fragen stellen. Und und so werden wir einfach gemeinsam das starten. Und weil gemeinsam geht es einfach immer besser und wirklich dieses Commitment einfach haben. Okay, ich ziehe das jetzt 14 Tage durch. Ich lerne wahnsinnig viel dabei und ich ziehe es jetzt einfach durch, tausche mich mit anderen aus. Und das sind schon ganz, ganz viele tolle Connections, Verbindungen entstanden. Also mach da unbedingt mit. Ist kostenlos und du kannst dich einfach auf meinem Blog anmelden, vegaliferocks.de/vegan-challenge. Und den Link habe ich auch nochmal reingepostet. Also melde dich da einfach an. Wir starten am 4. Januar. Und ich freue mich auf dich. Und es wird ganz viel tollen Input-Austausch geben. Und ich bin mir sicher, dass wir da eine tolle Zeit zusammen haben werden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist und dich anmeldest. Ganz wichtig noch. Wenn du dich jetzt anmeldest, dann wirst du einfach vor der Challenge, also in den 1, 2 Wochen davor, einfach nochmal alle Infos bekommen. Ja, also du bekommst jetzt nicht sofort alle Infos, sondern du wirst dann quasi rechtzeitig, bevor die Challenge startet, nochmal alle wichtigen Infos bekommen. Also zum Beispiel, wo ist die Facebook-Gruppe, wo kann ich meine Fragen hinstellen, etc. etc. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und ich freue mich auf dich in der Vegan Challenge. Liebe Grüße.